Jo. So, herzlich willkommen zu meiner Sendung. Ich habe vor kurzem eine eigene Sendungsreihe begonnen, die lautet Dein Computer und Du. In dieser Sendung habe ich am Anfang erzählt, in welcher Form ich den Computer als Werkzeug betrachte für meine spirituelle Entwicklung. Und jetzt werde ich Stück für Stück auf die verschiedenen Dinge eingehen, die man mit dem Computer auch machen kann. Ich habe angefangen, den Grundlagen von HTML, also wie man eigene Webseiten macht, zu erklären. Und ich werde innerhalb dieser Serie erklären, was man mit Facebook alles machen kann, auf der Experten-Sheet-Seite nochmal zeigen und genau. Ich stehe in jeder Sendung jederzeit für Fragen zur Verfügung. Aber wenn keine Fragen kommen, dann mache ich meine lasse ich mich leiten von meinen Pulsen und erzähle das, was sich gerade richtig anfühlt. Und ihr könnt euch das alles in Ruhe auch im Nachhinein noch anschauen, sowohl die Sendungen als auch die Sachen, die innerhalb der Sendung entstehen. Zum Beispiel nutze ich auch werde ich für die Sendung auch das Forum. Werde ich für die Sendung auch das Forum nutzen von Experten GTV. Für alle, die das noch nicht kennen, zeige ich das jetzt nochmal kurz. Also dazu geht ihr auf die Experten GTV-Seite und auf Forum. Und dort gibt es jetzt eine Kategorie Dein Computer und Du. Und gleich nun. Und da werde ich auch die Sendung im Nachhinein reinstellen. Sowohl die Videos als auch kurz zusammengefasst, was ich in der Sendung erzählt habe. Das HTML, was ich gestern begonnen habe. Und ihr könnt natürlich da auch reinschreiben und Fragen stellen, wenn ihr bei Experten.jit angemeldet seid. Tja. Gut, das war die Einführung. Dann mache ich heute weiter mit HTML. HTML ist eine Beschreibungssprache, mit der man beschreiben kann, wie die Webseite eine Webseite aussehen soll. Ich habe letztes Mal gezeigt, dass man ganz, ganz einfach selber anfangen kann mit Webseitenprogrammierung. Ups, na gut. Indem man eine Textdatei anlegt. Mit der Endung HTML, da wird was reinschreibt und es im Browser öffnet. Und schon hat man seine erste Webseite. Dann habe ich gezeigt, dass man mit diesem Tag A ganz einfach einen Link erstellen kann, mit dem man auf eine andere Seite verweisen kann. Heute werde ich euch noch mehr Tags
mehr von diesen Formatierungstext zeigen, die man in HTML benutzen kann. Denn Webseiten bestehen ja nicht mehr nur aus Text. In der Anfangszeit bestanden sie aus Text hauptsächlich. Aber jetzt bestehen ja Webseiten auch aus Bildern und bunten Text und Text, der verschwindet und auftaucht. Und es gibt so viele tolle Effekte, die man nutzen kann, um seine Webseite zu gestalten und seinen Auftritt, seine Präsentation. Genau, da werde ich versuchen, euch leicht verständlich die wichtigsten Sachen zu zeigen. Ja. Okay. Dann zeige ich euch jetzt, wie man den Text auf einer Webseite formatieren kann. Das Einfachste ist, wenn man eine Überschrift machen will. Überschrift. Und man möchte sie dick machen. Im Englischen bold. Schreibt man ein öffnendes Tag mit einem B. Schließendes Tag. Ende des Wortes. Öffnendes Tag. Öffne eckige Klammer. Und schließt das Tag wieder ab. Also, ein öffnendes Tag. B. Dann kommt das Wort, was ich damit beeinflussen möchte. Und dann kommt ein schließendes Tag. Nochmal das B, aber mit so einem schrägen Strich. Genau wie bei dem A, bei dem Link. So, jetzt speichern wir das Ganze. Schauen uns das mal an, wie das im Webbrowser aussieht. Ich aktualisiere die Seite, indem ich hier rauf drücke. So, seht ihr ja gar nicht. Ja. Und ich habe einen neuen Text, der dick angezeigt wird. Ich kann auch einen Text, ja, wie ihr sehen könnt, ist im Texteditor habe ich 4 Zeilen und im HTML, also in dem, was im Browser angezeigt wird, wird alles in einer Zeile angezeigt. Denn es ist so, dass der Browser das Zeichen für neue Zeile, was der Editor macht, nicht versteht. Es gibt aber auch einen Tag im HTML, der eine neue Zeile anzeigt. Und der lautet BR. Dies ist ein besonderer Tag, insofern, dass er keinen schließenden Tag benötigt. Ich schreibe einfach nur BR hin. Und dann weiß der Browser, dass an dieser Stelle eine neue Zeile ist. Wenn ich jetzt an meinem Texteditor einfach ans Ende jeder Zeile ein BR schreibe, wird die Formatierung im Browser genauso aussehen wie im Texteditor. Ja. Da kommt der Cheat, der ist neugierig. Ich mach das hier klein, aber das erkennt man nicht. Okay. Das ist schon schwierig zu lesen. So? Ja. Okay. Ratschläge vom großen Meister. Ja, ist doch so. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt erkennen, wenn es vorher nicht der Fall gewesen ist. Ich schau mal hier rein. Okay. BR, A, B, BR-Tag. Dann gibt es den I-Tag, Italy oder Italic. Das bedeutet, ich kann damit eine Schrift kursiv gestalten. Gucken wir einfach mal aus, wie das aussieht. Aktualisieren, zack. Kursive Schrift. So. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Farbe ins Spiel bringen.
Ich fange mal jetzt mal neu an, um das ein bisschen ordentlicher zu gestalten, diese Testseite. Genau. Also mache ich meine Überschrift. Neue Zeile. Ich habe ein kleines Projekt. Das schreibe ich kursiv. Das schreibe ich dick. Und das würde ich gerne rot schreiben. Dafür benutze ich den Font-Tag. Und zwar kann ich im Font-Tag verschiedene Eigenschaften der Schrift beschreiben. In diesem Fall Color. Ich will die Farbe haben. Dann sage ich Font-Tag öffnen. Farbe ist gleich rot. Schließen. Und dann schließe ich hier hinten den Font-Tag ab. Nur mit Font. Speichere das Ganze. Maus geht nicht richtig. Und dann aktualisiere ich den Browser. Oh, jetzt habe ich wieder eine einzige Zeile. Dann habe ich wohl die neue Zeile Text vergessen. Also, BR. Speichern, ausprobieren. Ha! Und wir sehen einen Text, der dick geschrieben ist. Offenbar haben wir vergessen, das Bold-Tag zu schließen. In der Tat. Hier fehlt der schräge Strich. Jetzt nochmal aktualisieren. Und jetzt ist richtig. Jetzt habe ich eine Überschrift. Ich habe ein kursives Stück Wort, ich habe ein fettes Wort und ich habe ein rotes Wort. Es ist so, dass HTML eine Reihe von Farben versteht. Farben des Regenbogens. Wir haben die Farbe Violett. Also es sind halt, HTML kennt halt nur Englisch. Wir haben Gelb. Also alle werde ich jetzt nicht auflisten, aber so ein paar Varianten. Dark Green. So, probieren wir es mal aus. Jawohl, ich habe die BRs vergessen. Also, wie wir sehen, versteht HTML einige Farbwörter. Rot, lila, gelb, dunkles Grün. Alle Grundfarben können wir mit Zahlenwörtern beschreiben. Und falls das nicht ausreicht, kann man auch die Wörter mit Zahlen beschreiben.
sodass man sich jede beliebige Farbe zusammen mischen kann. Aber dazu erzähle ich ein andermal mehr. Das ist ein weites Gebiet. Jetzt mache ich mal einen Chat. Lija schreibt, ciao, guckt so mit uns mit. Na Abend. Und Jit schreibt, schön. Brava Dario. Okay. Warum erzähle ich euch das Ganze? Wieso erzähle ich euch, wie man mit dem Texteditor Webseiten gestalten kann, wo es doch ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt in der heutigen Zeit? Dass man einfach einen Webentwickler beauftragt, der eine Webseite baut, oder dass man ein CMS-System benutzt oder ein Programm wie Dreamweaver oder sonst welche, mit dem man viel komfortabler eine Webseite gestalten kann. Das ist alles richtig. Solange die Programme und das CMS-System funktionieren, kann man wunderbar damit arbeiten. Die Probleme beginnen erst dann, wenn sie nicht mehr funktionieren. Das haben Programme so an sich. Die gehen immer dann nicht, wenn man es gerade am meisten braucht. Wenn man aber die Grundlagen versteht und weiß, was sozusagen die ganzen Programme und Skripte und fertigen Programme, Software-Schnipsel unter der Haube eigentlich machen, was sie für ein Ziel haben, dann kann man Fehler von einem Programm selber ausbügeln. Man muss nicht einen teuren Programmierer dafür bezahlen. Diese Sachen, zum Beispiel diese HTML-Tags, die tauchen in der Webentwicklung zum Beispiel immer wieder auf. Auch wenn man mit CMS-Systemen arbeitet, ist es immer gut, wenn man trotzdem weiß, wie das alles auf dem Low-Level, sozusagen auf dem niedrigen Level funktioniert. Ich denke, es ist mit vielen Dingen so. Man kann das nutzen, was schon da ist, die großen Strukturen. Das geht jetzt zu weit, okay. Mein Gefühl sagt mir, dass ich damit für heute fertig bin. Ich danke euch, dass ihr euch zugeschaut habt und verabschiede mich jetzt. Tschüss!